Infernal 3 befindet sich auf dem Test-Server und damit meldet sich der Prägeran zurück aus der Welt von Drakensang Online. So, vor ein paar Tagen ist hier auf dem Test-Server Infernal 3 aufgespielt worden. Und für jeden, der was einfach nicht auf dem Test-Server kann, keine Zeit hat, keinen Account oder einfach zu faul ist, mache ich hier ein kleines Video, so gut es mir natürlich mit meinen OP-Char hier möglich ist. Man sieht natürlich der gute Prägeran auf dem High-End-Level alles freigeschalten mit den OP-Stats des Todes. Deswegen gehen wir einfach mal, weil wir so gut sind, mal hier zu Grimmarkstone und sehen uns gleich mal an, was bei Infernal 3 neu dazu kommt. Und man sieht schon mal die erste Änderung. Hier geht der Regler einen Schritt nach oben. Bis jetzt war es immer so, jetzt geht's so. Nicht mehr so, sondern jetzt sind wir hier. Und man sieht schon ein paar kleine Änderungen. Natürlich, ich bin jetzt nur Level 50. Das Ganze kann man sich dann natürlich vielleicht ein bisschen im Forum oder bei anderen YouTube-Kollegen anschauen, die was Level 55 auf dem Test-Server sind oder die was das überhaupt laufen können. Und zwar, was hat sich denn grundlegend geändert? Mittlerweile kosten die Zugangskosten 120 Fragmente des infernalen Zugangs, das heißt nicht mehr 100. Was bedeutet, da ja am 24. das Dragon-Event kommt, wäre recht, das Ganze sich ein bisschen versuchen anzusparen oder anzukaufen, je nachdem, welche Voraussetzungen man hat. Weil wenn Dragon kommt, werden ja die Leute sicher wie ein verrückter Infernal 3 laufen und das kostet natürlich jetzt dann mehr, das heißt nach 5 Runs hat man die gleichen Kosten, was man früher nach 6 Runs hatte. So, grundlegend, was hat sich denn zu Infernal 2 geändert? Man sieht mal, der Monsterschaden ist um 400% erhöht. Dann die Monsterlebenspunkte um 400% erhöht. Wächter, Elite-Gegner und Anführer haben jetzt ganze 4 Fähigkeiten, nicht mehr 3. Bosse und Weltbosse haben 6 zusätzliche Effekte. Jeder Effekt verleiht dem Boss eine zusätzliche Fähigkeit und erhöht den Schaden sowie seine Lebenspunkte. Früher waren es 5, jetzt sind es 6. Also das kann zum Beispiel bei, dabei heißt es nicht, bei Berach oder bei Sigre recht lustig werden, da den Boss ja sonst jeder leiden kann. Dann Erfahrungspunkte für besiegte Gegner sind bei 700%, was ich nicht ganz verstehe, weil man kann das sonst so erst ab Level 55 hier rein. Wahrscheinlich schon eine kleine Vorbereitung für die Levelerweiterung. Und bevor mich ein paar Leute fragen, ich habe keine Ahnung, ob die kommt, wann die kommt oder was da kommt. Also bitte nicht in die Kommentare schreiben, das hat sich jetzt erledigt. Dann das Wichtigste, grüne Items droppen jetzt 110% besser. Blaue 115%, lila Items 120% und legendäre Items sind um 125% erhöht. Aber wenn man jetzt mal hier einen kleinen Sprung ansieht, weil früher hatte jeder maximal Infernal 1 gefarmt, weil er Infernal 2 Zugangskosten hat. Wenn man jetzt hier mal einen Sprung schaut, das sind fast 20, also 19% droppt schon mal besser, was man dauerhaft farmen kann, weil den Zustand farmt der hier so und so kenne, aber das wären ganze 50%. Und zu guter Letzt Stapelgröße, 4 gefundene Gegenstände, Andaman sind 280%, Münzen sind 400%, hier waren wir bei 270 und 350%, das heißt, das Ganze droppt hier ein klein wenig besser. Dann, da sind zwar die Items, wie man sieht, hier alle Level 50, deswegen werde ich jetzt so gut wie es mir möglich ist, hier zwei Screenshots einblenden und zwar entweder einfach mal nach auf Pause drücken oder einfach mal schnell drüber rauschen. Und zwar kommen jetzt hier die Preise der Items. Zum Beispiel für Q1 kostet der Ring, beziehungsweise alle Ringe kosten jetzt auf Mode 6 64.000 Materiefragmente. Die Waffenzieren und die Schuhe kosten jeweils 80.000, so wie der Ring von Berach oder die Handschuhe von Herold. Dann die Roben, die Sternenrobe, die Sigri-Robe kostet 80.000, gleich wie die Schultern von Kalis.
Rätsel war eh klar, dass die 96.000 und die Waffen sind um 16.000 angehoben worden. Zumindest die zwei Handwaffen, die Kosten sind hier jetzt ja gerade nicht aufgelistet. Aber eine Zweihandwaffe kostet 116.000 Materiefragmente. Wenn wir jetzt dann zu den Waffen gehen, ich blende dann gleich mal zwei Screenshots ein, da danke ich schon mal vorab dem Forum, weil ich habe leider keinen Zugriff drauf. Die Q4-Waffe hat mittlerweile einen Maximalschaden von 834. Ich glaube, das sind 50 mehr als auf Mod 5. Dasselbe haben wir natürlich auch bei der Mod 7, also bei der Q7-Waffe, bei der Herold-Waffe hat auch 834 Max-Schaden. Das heißt, wer schon mal gute Stats hat, kann sich die Waffe schon aufwerten oder riskieren, sich das Ding zu kaufen. Dann kommt der nächste Screenshot. Ich habe nur mal die wichtigsten Items rausgefunden, weil mehr gibt es leider nicht. Und zwar, was wahrscheinlich jeden interessiert, wie viel Crit gibt der Ring? Wir haben hier den Mortis, das Mortis Todessiegel gibt aktuell 109 Schaden maximal. 1320 kritische Trefferwertung sind 160 mehr als auf Mod 5 und 528 Widerstände. Dann gehen wir mal weiter zu, okay, da muss ich wieder rauszoomen, zu den Waffenziehern. Da beträgt der maximale Crit jetzt auch 1320, ich glaube, das sind 1180, also auch 160 mehr. Das heißt, für jeden, der was sich eine neue Waffenzieher zulegen will oder die alte gut ist, wertet sie auf oder holt doch gleich die neue. Dann zwei Screenshots habe ich noch, weil das Targan-Event habe ich ja leider verpasst. Jetzt kommt noch zwei Screenshots von den Preisen der Items. Wer nicht weiß, Targan-Event kommt am 24.01. um 12 Uhr mittags. Und zwar Dragans kriegerischer Helm, Dragans kriegerische Handschuhe und Dragans kriegerische Stiefel kosten 5060 Draken. Der Dragenring kostet 6060 Draken. Natürlich, ich würde auf dieses Angebot nur zurückgreifen, ganz am Ende, maximal am letzten Tag, wenn das Item, was man haben will, entweder noch nicht gedroppt ist oder es miserable Stats hat. Zum Beispiel, man hat den Ring und er hat Minimalwerte, aber mit besseren Werte. Kann man sich, wenn man die Draken hat und es einem nicht zu schade ist, sich hier jetzt dann noch das jeweilige Item kaufen. Dann, das war ja bei Dragan, das Ganze gibt es natürlich auch bei der Schwarzen Witwe. Da gibt es den Mantel, die Schultern und den Dorso um 5060 Draken und die Zweihandwaffe um 6060 Draken. Das heißt, wenn wir uns das Ganze mal grob durchrechnen, ich brauche mal den Taschenrechner, weil so gut bin ich in Mathe jetzt dann auch nicht mehr. Mal 6 plus. Haben wir einen Gesamtdrakenwert von 42.480 Draken. Das heißt, wer das Event nicht spielen will und keine Lust drauf hat oder nur einen Run machen will und genug Draken hat, der kann sich um 42.480 Draken hier zum einmaligen Sonderaktionspreis das Ganze erwerben. Natürlich wird es wahrscheinlich keiner. Wer das wird, schreibt einfach in die Kommentare, wer das für einen günstigen Preis hält, sich das Ganze mal auf die Schnelle zu holen und nicht zu erfarmen. So, mehr gibt es ja momentan vom Test-Server nicht. Wenn ihr noch Fragen habt, einfach runter in die Kommentare schreiben. Ansonsten verlinke ich euch noch den aktuellen Forumsbeitrag und dann würde ich einfach mal sagen, es geht beim nächsten Mal weiter.